Wir haben uns im letzten Video die Kapitalmarktlinie formal hergeleitet und ich möchte jetzt aus der Kapitalmarktlinie die sogenannte Wertpapierlinie entwerfen oder entwickeln. Und wir haben unsere Kapitalmarktlinie hier formal gehabt als μ i ist gleich r plus μ m minus r x m. Und ganz ähnlich von der Struktur her aufgebaut ist die sogenannte Wertpapierlinie. Die wird dann auch häufig Englisch Security Market Line genannt. Ja, die formale Ähnlichkeit sehen wir schon in der Darstellung. Hier würden wir also für ein Projekt I die erwartete Rendite μi als lineare Funktion r plus μm minus r mal einem sogenannten Beta I darstellen. Also wir sehen den Unterschied bloß aus xm wird hier Beta I. Die formale Herleitung möchte ich mal in diesem Kurs nicht unbedingt zum Thema machen. Ich denke, uns reicht, dass die Kenntnis dieses Marktportfolios und seine Eigenschaften und weshalb wir das Marktportfolio gewählt haben. Und dieses Beta, das könnten wir jetzt auch nochmal für uns analysieren. Dieses Beta, was ist das eigentlich? Das ist ein Zusammenhang des gebenden individuellen Projektes im Verhältnis zum Markt sozusagen. Ja, also eine statistische Größe für unser individuelles Projekt im Verhältnis zum Markt. Und der Markt ist ja für uns dieses Marktportfolio M. Und da könnten wir diesen statistischen Zusammenhang ja wieder messen mit unserer Kovarianz. Und dieses Beta wäre die Kovarianz zwischen I und M durch Sigma M Quadrat, also durch die Varianz des Marktes. Weil wir ja wissen, dass unser Rho von der Definition her gleich die Kovarianz durch das Produkt der Standardabweichungen ist, dann wäre Rho von I und M eben Kovarianz IM durch Sigma I, Sigma M. Ja, und jetzt könnte ich für die Kovarianz sozusagen einfach Rho mal Rho im mal Sigma m einsetzen. Das ist also meine Kovarianz, was da steht. Und dann teilen wir das eben noch durch Sigma m Quadrat. Dann könnten wir Sigma m einmal rauskürzen. Und dann hätten wir unser Beta als Korrelation von I und M, mein individuelles Projekt im Verhältnis zum Markt, durch mal Sigma I durch Sigma M. In das Beta geht also ein, einerseits das Verhältnis meines Projektes zum Marktportfolio, das wäre diese Korrelation IM, und es geht auch ein die Schwankungsbreite unseres individuellen Projektes, also wie unsicher es selbst für sich gestanden ist und wie diese Unsicherheit sich zum Markt verhält.
Das steckt alles in diesem Beta drin. Ja, es könnte ja sein, dass Sie eine Unsicherheit als risikoscheuer Investor geradezu gut finden, wenn sie eben negativ korreliert im Verhältnis zum Marktportfolio. Wenn sie aber positiv korreliert und dann auch noch eine hohe Unsicherheit aufweist, dann würden Sie mit diesem individuellen Projekt nur Ihre Unsicherheit erhöhen und entsprechend wäre der Beta-Wert hier recht hoch. Schauen wir uns das mal grafisch an. Und diese Funktion μ ist jetzt also eine Funktion von Beta. Ich könnte jetzt hier μ i als Funktion von Beta i darstellen. Und für Beta i gleich 0 würde ich auch hier den Punkt r auf der Ordinate erhalten. Und dann hätte ich hier eine linear steigende Funktion mit dem Anstieg μ m minus r. Für Beta gleich 1 würde ich erhalten, kann hier mal nebenan uns deutlich machen, was nicht bloß mündlich vor uns sehen, für Beta gleich 1 würde diese Gleichung werden zu μ i ist gleich r plus μ m minus r. Denn das bedeutet μ i gleich μ m. Das heißt, an der Stelle Beta gleich 1 hätte ich hier unser μ m. Ja, und unser μ m erwarte ich ja, wenn ich jetzt mein Marktportfolio habe, sozusagen. Das heißt, Beta gleich 1 wäre auch das Beta vom Markt, könnte man so sagen. Das wäre Beta m. Also mein Marktportfolio würde ich an dieser, in dieser Darstellung der Wertpapierlinie SML eben genau an der Stelle Beta gleich 1 finden. Ja, was können wir aus dieser Linie ablesen? Wie könnten wir sie interpretieren? Wir könnten jetzt daran ablesen, wie was für eine erwartete Rendite an ein Projekt gestellt werden kann, wenn es sich zum Marktportfolio mit der Korrelation ROIM verhält und selber eine Standardabweichung Sigma I aufweist. Das sind unsere beiden Variablen, die wir letztendlich eingehen, dieses Beta. Ja. Und über dieses Beta würden Sie eben unsere erwartete Rendite beeinflussen, denn die anderen Werte, die hier stehen, das sind ja gegebene Werte, R von unserer sicheren Anlageform, μm von unserem vorher festgelegten optimalen Marktportfolio und R hatten wir schon. Das sind also gegebene Größen hier, die für den Gesamtmarkt gelten, während unser Beta eben für das individuelle Projekt gilt, weil hier die individuellen Größen ROIM und Sigma I eingehen. Ja, wie man jetzt das praktisch implementieren kann, könnten wir ja eigentlich auch gleich noch mit besprechen. Was bedeutet es? Wo bekomme ich diese Beta-Werte her? Stellen wir uns vor, Sie sind ein Investor am Kapitalmarkt, ein großer professioneller Investor und Sie wollen in ein Wertpapier investieren, meinetwegen in einen DAX-Wert. Und dann würden Sie sich für diesen DAX-Wert erstmal den Beta-Wert heraussuchen. Für DAX-Werte werden die sogar veröffentlicht. Also Sie könnten diese Beta-Werte irgendwo aus Informationsdaten, also aus entsprechenden Datenbanken bekommen. Die DAX 30-Werte, da finden Sie die sogar am Handelsblatt vollkommen kostenfrei. Also das Handelsblatt müssen Sie natürlich bezahlen, aber vielleicht können Sie auch irgendwo so reingucken.
Und wenn Sie jetzt speziellere Werte haben wollen für Auslandswertpapiere oder eben auch für kleinere deutsche Wertpapiere, dann müssten Sie sich an eine entsprechende Datenbank wenden und diese Informationen dann bezahlen. Also Sie würden die bei Reuters oder bei Bloomberg oder so, gibt es sowas. Denn man kann sie ja berechnen, diese Beta-Werte. Ja, wir haben uns ja die Formel angeschaut hier für das Beta. Gehen Sie mal hier nochmal nach unten. Beta ist gleich Rho Im mal Sigma I durch Sigma M. Also wir können jetzt für aus den Vergangenheitsdaten die Standardabweichung für ein Projekt, für ein Wertpapier bestimmen. Das wäre dieses Sigma I. Wir können die für das Marktportfolio in etwa schätzen und wir können die Informationen zum Markt auch berechnen. Das ist dann eigentlich hauptsächlich Sammeln von Informationen in der Vergangenheit und die entsprechende Rechnerleistung, die dahinter steht. Ja, und wenn Sie diesen Beta-Wert kennen, diesen Beta-I-Wert Ihres speziellen, konkreten Investmentwunsches, dann könnten Sie sich ausrechnen, was Sie eigentlich für eine Verzinsung erwarten über unsere Formel μI ist gleich R plus μM minus R mal Beta-I. Wenn Sie für R und μM entsprechende Werte annehmen, man könnte sagen, so dieses Marktportfolio liefert in unterschiedlichen Ländern auch verschiedene Verzinsungen. In Deutschland ist es etwa so bei 4,5% nach Lehrbuchmeinung. Manchmal steht aber auch 6%, ja, sagen Sie mal 4 bis 6%. Ich wollte mal einen konkreten Wert nehmen, hier 4,5%. Und die R ist ja die Verzinsung einer sicheren Anlageform. Die wäre in Deutschland zurzeit vielleicht 0 bis 1%. Allgemein Euroraum. Diese Werte setzen Sie da ein. Ihr Beta, was Sie sich aus der irgendeiner Datenbank gezogen haben. Und dann könnten Sie sagen, eigentlich müsste ich mit meiner Anlage hier so und so viel verdienen. Und wenn Sie dann sehen, ich verdiene sogar mehr bei der Anlage in der Gegenwart, dann ist das wahrscheinlich ein unterbewertetes Papier. Dann sollten Sie zuschlagen. Wenn Sie denken, ach, ich würde weniger verdienen, dann ist es aus Ihrer Sicht ein überbewertetes Papier und Sie würden eben nicht investieren. Ja, Sie könnten dann die Rendite, die Sie jetzt erwarten, mit dieser hier nach der Security Market Line ermittelten, geforderten, erwarteten Rendite geradezu vergleichen. Das wäre also die praktische Implementierung dazu. Und ja, das sollte eine Kurzvorstellung ganz grob und des Capital Asset Pricing Models sein.